before you're ripe. Moin. Vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich euch dieses Paddel vorgestellt. Das ist das Starboard Lima. Damals ein Paddel, so klar, knapp unter 400 Euro. Und ich hatte erst ein bisschen Hemmung, das rauszunehmen, um es zu probieren. Dann hat es mich wirklich begeistert. Wenn ihr das Video dazu sehen wollt, dann schaut es euch nochmal an. Und dieses Paddel war 2018, 2019 wirklich ein super geiles Race-Paddel. Und nicht nur ein Race-Paddel, sondern weil es so einen mega geilen, weichen Catch hatte, war es auch für Leute, die ein bisschen Schulterprobleme hatten oder die lange Strecken fuhren, sportlich getourt haben, war es ein geiles Paddel. Es war der Nachfolger von dem Bolt und das Bolt war, ein Pizzaschieber, der war Mörderfläche unten mega gerade. Und das Wort Catch war da brutal. Es war, hat also unheimlich reingezogen. Starboard hat dieses Paddel jetzt geändert. Sehr das Blatt geändert. Und wir haben es getestet. Jetzt ein paar Tage. Und warum wir nicht sofort dieses Video gemacht haben, hatte etwas damit zu tun, dass wir noch ein bisschen Klärungsbedarf mit Starboard hatten. Das ist geklärt. Jetzt machen wir das Video. Und wo der Klärungsbedarf war, möchte ich euch dann auch noch zeigen. Das also ist das neue Lima. Und hier erkennt man schon sehr deutlich in dem Blatt, wo die Unterschiede liegen. An dem Powerface selber ist nur minimal gearbeitet worden. Die Hohlkehle, die es an sich diesem super Catch gegeben hat, ist noch ein bisschen kräftiger ausgearbeitet. Was aber augenfällig ist, ist, dass das Tipp, die Spitze des Paddels, abgeschnitten worden ist. Jetzt denkt man wieder so ein bisschen an das Bowl zurück, total gerade. Und wir hatten so ein bisschen den Verdacht, naja, es könnte wieder verschlimmbessert worden sein. Wir haben es getestet. Drei Leute aufgrund der Zeiten mit Corona, mehr war nicht möglich, immer abwechselnd zusammen. Wir haben es gegen das alte Lima getestet, um dort zu spüren, wo die Unterschiede sind. Und wir haben es auch gegen das Enduro getestet. Warum gegen das Enduro? Das Enduro ist ein Around-Paddle, aber wie ich schon sagte, das hier ist ein Race-Paddle und die wenigsten von uns fahren Race und wir wollten wissen, wie sind die Unterschiede. Zeigen wir. Wir haben heute zwei verschiedene Paddel getestet auf einer kleinen Tour. Und zwar einmal das Lima Prepack Vollcarbon und das Enduro, ein Hybrid-Carbon mit 50% Carbonanteil im Schaft und ein Vollcarbon-Blatt. Und wollten die beiden einfach mal so ein bisschen im Vergleich sehen. Wo ich ganz klar das Lima vorne sehe, ist sportliches Tourenpaddeln. Es ist von den Eigenschaften her, lässt es sich wesentlich leichter paddeln, man paddelt eine wesentlich höhere Frequenz mit einem geringeren Kraftaufwand und kriegt dadurch über die Frequenz eine schöne Geschwindigkeit, ohne übermäßig zu ermüden. Vorteil beim Enduro wiederum, es ist halt ein Allround-Paddel. Das heißt, ich kann das Ding auch in der Welle gut einsetzen. Wenn ich Gegenwind habe, hat das hier eindeutig seine Stärken, weil ich einfach mehr Punch im Blatt habe. Ich komme ein bisschen schneller voran, komme ein bisschen schneller auf Tritt. Aber durch die größere Paddelfläche oder Blattfläche vielmehr, ist es halt etwas behäbiger zu paddeln. Das heißt, es ist eher was für allroundiges, gemütliches Paddeln mit einer mittleren Frequenz, sage ich mal. Wenn man eine höhere Frequenz paddelt, dann würde ich definitiv zu dem Lima greifen. Ja, man kann, glaube ich, recht deutlich sehen, wie gesagt, das ist nicht mehr am Markt erhältlich. Zumindest die Blattform hat sich erhalten im Lima Tiki-Tek. Und dass sie da auch hingehört, möchte ich euch dann auch gleich noch erklären. So,
Wir haben die beiden gegeneinander getestet. Begeistert von jeher, und das ist hier ist mein privates Paddel, hat mich dieser super weiche Catch. Warum? Wenn ich sportlich toure, das heißt zügig fahre, habe eine gute Grundgeschwindigkeit, brauche ich keinen harten Catch mehr. Ich will nicht groß beschleunigen und muss nicht immer wieder beschleunigen, sondern ich habe einen Speed und den gilt es aufrechtzuerhalten, das möglichst effizient. Und da war es das 100% perfekte Paddel. Dieses Paddel hier ist wieder deutlich mehr Race. Das ist nicht schlecht, wenn man sagt, ich habe ein Race-Paddel. So, wir haben es getestet auf unterschiedlichen Brettern und haben festgestellt, jo, es ist deutlich mehr Race. Der große Unterschied im Fahren ist, dass dieses Paddel, Christoph nennt es Punch, wir deutlich spürbaren Catch hatte, aber dafür auch einen deutlich härteren Weg nach vorne bringt. Das heißt also in der Beschleunigung, wenn ich einen Sprint fahre, wenn ich nach einem Manöver wieder Gas gebe, ist dieses Lima einfach richtig geil. Wo es dann auch richtig geil wird und bleibt, ist, wenn ich versuche, und das ist der große Unterschied zu einem Around-Paddle, hochfrequent zu fahren. Diese schmale Blattform, die ja immer noch im Vergleich zu einem normalen Paddle sehr glatt ist, ist für das hochfrequente Fahren, also hochfrequente Paddeln, maximal bis zu den Füßen und wieder raus, deutliche Vorneigung in der Haltung, viel Power oben auf den Griff drauf, ist es ein super geiles, schnelles Paddel. Und in dem Bereich, für diesen Race-Einsatz, eine deutliche Verbesserung zum alten Lima. Das muss ich deutlich sagen. Die klassische Frage ist immer, wechselst du das jetzt? Das ist deins und hey, du hast hier ein neues. Kann passieren, ja. Kann echt passieren. Und zwar einfach deswegen, weil für den Bereich, wo ich das brauche, ist das immer noch vom Punch her, vom Catch her wirklich sehr angenehm. Aber mal schnell zu beschleunigen ist richtig gut. Warum ist es gut, dass diese Plattform bei dem Tiki-Tech erhalten bleibt? Das Tiki-Tech ist deutlich preiswerter, 229 Euro. Und das ist für normale Paddler an sich sehr gut geeignet. Und wenn man eine extrem hohe oder schön sportliche Touring fährt, ist so ein Paddel ideal. Dann braucht es nicht das Vollcarbon-Paddel und vor allem nicht mit diesem brettharten Schaft. Hier ist ein 50% Hybridschaft drin, das ist beim Touren auch nochmal angenehm. Das Paddel, wie gesagt, vom Preis her, ich kriege fast ein Enduro und ein Lima Tiki-Tech für ein normales Lima Vollcarbon S35 Paddel. Also für diesen Bereich, das in Tiki-Tech zu lassen, absolut korrekte Entscheidung. So, was ist jetzt bei diesem Blatt hier neu? Also wie gesagt, dadurch, dass ich hier unten diesen geraden Abschluss habe, greift das Paddel wesentlich angenehmer als hier mit dieser Rundung. Es greift schneller. Dadurch, dass die Hohlkehle hier nochmal deutlich herausgearbeitet worden ist, dämpft es trotzdem nach wie vor diesen harten Catch wieder. Und es ist natürlich super dünn und leicht gearbeitetes Blatt. Es ist nicht mehr mit Balsaholz im Kern. Es hat einen PVC-Kern jetzt bekommen, auch geshaped. Aber gewichtsmäßig macht das nicht so viel. Aber das Paddel insgesamt ist deutlich leichter geworden. Ich habe gesagt, es gab Klärungsbedarf mit Starboard. Und Klärungsbedarf macht sich deutlich, wenn man diese beiden Paddel der gleichen Baureihe sieht. Und zwar von der Seite. Dann stellt man fest, dass dieses Paddel einen roten ABS-Kantenschutz hat. Das halten wir für State of the Art. Dieses Paddel hier, denkt man erstmal, ups, kein Kantenschutz. Bei diesem Paddel, und das sind die meisten, die jetzt davon auf dem Markt sind, wurde der Kantenschutz durch einen Carbon-Kantenschutz ersetzt. Rücksprache bei Starboard hat gegeben, die Pro-Fahrer hätten sich das gewünscht. Wegen der Gewichtsersparnis. Ich habe gesagt, unsere Kunden sind nicht Profahrer und eure Profahrer kommen zu euch, wenn die neues Paddel brauchen, dann kriegen die neues Paddel. Unsere Kunden, die geben dafür Geld aus und 400 Euro plus ist ein Preis. Sie wollen also an sich einen robusten Kantenschutz haben. Und es stellte sich dann in einer Diskussion heraus, dass das wieder State of the Art sein wird.
So lange gibt es aber auch noch diese Paddel und die haben eben einen leichten Gewichtsvorteil und zwar genau da im Blatt. Und ich habe das schon oft gesagt, beim Paddel ist das Blattgewicht relativ wichtig, weil das ist die Schwungmasse, das ist das, was wir bewegen. Wer unbedingt ein Paddel haben will mit Kantenschutz, muss noch ein bisschen warten, weil die Produktion wird jetzt erst wieder darauf zurückgeändert. Und ich glaube, die Diskussion war sehr hilfreich mit Starboard, um das zu erreichen. Ja. Ja, also wie Christoph gerade schon sagte, mein Eindruck deckt sich sehr mit dem von Christoph. Also ich mag das Lima, das Neue, ein bisschen mehr Punch als das Alte. Gibt damit ein bisschen mehr Stabilität, aber ist eindeutig für das hochfrequente Paddeln, wie es im Race üblich ist, da weit überlegen, sportliches Touring. Das Enduro, und zwar nicht nur in dieser Form, sondern in an sich allen anderen mit Ausnahme des Toughskins, ist ein super Around-Paddel, was an sich in allen Bedingungen funktioniert. Ich habe es auf dem Generation jetzt gerade gefahren und muss sagen, da war es an sich schon fast dem Lima überlegen. Wir hatten so ein bisschen Welle von hinten, wirklich nur so viel. Wir haben versucht, die ein bisschen zu catchen. Und da war eindeutig das Enduro das, was dann im entscheidenden Augenblick ein bisschen mehr Druck gegeben hat. Weil mit dem gleichmäßigen Hochfrequenzpaddeln kann das Lima das dann nicht leisten. Warum ist es nun so, dass sowohl Christoph als auch ich sagen, so im normalen Paddelbereich ist das Enduro, man sieht wirklich sehr deutlich den Unterschied in der Blattform, dem Lima überlegen und für sehr sportliche, 100% korrekt paddelnde, hochfrequent paddelnde Paddler das Lima. Das Enduro hat die gleichen Features im Blatt und je nach Baureihe ein bisschen deutlicher oder unterschiedlicher ausgearbeitet. Hier, das ist die gleiche Pre-Pract-Methode wie das Lima. Gleicher Preis. Dadurch, dass das Paddel aber die klassische Tropfenform hat, hat es, wie Christoph sagt, mehr Punch. Das heißt, in dem Augenblick, wenn man Gas gibt, dann zieht es mehr nach vorne. Und sowas wird gebraucht, wenn man zum Beispiel Downwinding fährt. Sowas wird gebraucht, wenn man Wellen fährt. Sowas wird aber auch gebraucht beim normalen Paddeln, weil beim Bracen, Paddelstütze, wie immer man es nennt, also wenn man sich kurz auf das Paddel abstützt, gibt das mehr Halt, mehr Sicherheit und durch die Plattform mehr Zug mit zwei, drei Schlägen nach vorne, um zum Beispiel eine Welle zu catchen oder um zum Beispiel auf eine Dünungswelle zu kommen beim Downwind. Ich bin von jeher beide gefahren, also auch bei dem alten Lima, weil zum Tricksen in der Welle halte ich immer ein sehr gutes Allround-Platt für überlegen. Wer jetzt allerdings wirklich sagt, hey, schnelles, hochfrequentes Flachwasserfahren, das ist mein Thema, dann würde ich sagen, das Paddel ist selbst im Vergleich zum alten Lima hier weit oder nochmal ein Stück nach vorne, nicht weit überlegen, aber deutlich nochmal ein Stück nach vorne, weil es dann nochmal ein bisschen mehr Energie gibt, die man braucht, zum Beispiel im Spurt, nach dem Manöver, beim Wiederbeschleunigen und so weiter. Ein wunderschönes Paddel mit einem wunderschönen Blatt, das muss man auch ehrlich sagen. 419 Euro in der zweiteiligen Version, die wir für den Normalfahrer an sich immer empfehlen, weil wir haben auch hierbei festgestellt, bei ein bisschen Welle fährt man es nochmal einen Tacken kürzer im Flachwasser. Das variiert immer so ein bisschen auch von dem Brett. Wenn ihr zwei oder drei verschiedene Bretter habt, solche Leute gibt es Gott sei Dank mittlerweile, was ich toll finde, dann ist das auf jeden Fall die Wahl. Gehören tut es auf sportliche Touringbretter. Touringbretter, auch wenn man sich sportlich fährt, Raceboards, auch der Boards wie Generation geben das her, wenn man dort sportlich fährt, das Touring. Tolles Blatt. Entschuldigt, dass ihr ein bisschen auf das Video warten musstet, aber ich finde, es gibt Sachen, die müssen geklärt sein. Und solange, viel Spaß auf dem Wasser. Eindeutige Zielgruppe, sportliche Tourer, Racer.
und an sich das Paddel für alle anderen.